Freunde der schlechten Unterhaltung, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem FreeRP-Channel. Mein Name ist Steffen, euer Moderator, und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Let's Play World of Warship. Ja, heute werden wir in dieser Episode uns einmal die USS Chester ganz genau anschauen. Sie ist im Forschungsbaum der amerikanischen Flotte das zweite Schiff, was man sich kaufen kann. Genau, die Module, fangen wir damit mal an. Wir können die USS Chester von der Feuerleitanlage 1 auf die Feuerleitanlage 2 hochstufen. Wir können den Rumpf aufbauen und wir können die Hauptbatterien von 127 mm auf 152 mm aufstocken. Dann haben wir noch eine andere Möglichkeit. Nämlich können wir die Hauptbatterie modifizieren oder Sekundärbatterie ebenfalls modifizieren. Ich mache es mit der Haupt. Ja, ist okay. Hause rein. Munition. Können wir hier noch was? Wollte ich zwar eigentlich jetzt nicht, ist aber egal. So, nun kommen wir zu den Eigenschaften der USS Chester. Die USS Chester hat eine HP-Zahl von 18.400, eine Panzerung 6,38 mm. Die USS Chester hat eine Hauptbatterie, die in einer Reichweite von 9,3 Kilometern Ziele treffen kann. Sie ist ausgestattet mit 6x1 152 mm. Sie hat eine Sekundärbewaffnung von 2x1 76 mm. Und sie hat nochmal eine Sekundärbewaffnung von 4x1, wie gesagt, untergebrachte Türme, 76,2 mm. Die Flugabwehr hat die Chesna eine Kaliberzahl von 76,2 mm und 50 MK1-0. Die Manövrierfähigkeit, die Chesna ist etwas schneller als die Larry und kommt daher auf 24,0 Knoten. Sie hat aber einen Wenderadius von 460 Metern. Die Ruderstellzeit beträgt bei der Chester 3,8 Sekunden. Die Chester ist an der Oberfläche bereits auszumachen bei 8,5 Kilometern und aus der Luft 5 Kilometer. So, dann würde ich sagen, so viel zu den Informationen der Chester. An dieser Stelle mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Jetzt muss ich mich erstmal einschießen. Ich habe mich eingeschossen. Treffen, Steffen. Ich sag ja, ich bin kein Pro-Gamer. Ich bin froh, wenn ich mal was treffe. Jetzt können wir den aber eine Seite verpassen. Jawohl, der ist weg. Oh, 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 jetzt müssen wir mal ganz schnell beidrehen. So ist fein. Ja, ich hab's mitbekommen. Der ist in Reichweite. Herzlich willkommen bei Ich versenk dich. So, wieder eine wunderschöne Nebelbank hier. Mal rüberschauen, ist da irgendwas? Ja, der ist zwar da. Gut, ich wechsle mal auf panzerbrechend. Okay, das scheint dann doch Flugabwehr zu sein, oder? Na, immerhin 6-mal getroffen haben wir bis jetzt. Und warte mal, stopp. Ah, nee, der ist noch zu weit weg.
Der ist noch zu weit weg. Dann gehst du mal nach vorne bitte. Wir drehen ein. Kannst ja mal. Lass mich doch auch mal. Leute, ich mache ein Let's Play. Naja. Die sind halt besser. An dieser Stelle begrüße ich auch einen lieben Gruß ganz herzlich an das gesamte Team, was gerade eingeblendet wird. Also immer, immer dann, wenn ich gerade mal ein Ziel schön anvisiert habe, kommen die und knallen sie ab. Naja. Wie gesagt, bitte wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch die Aufnahme unterbreche, weil ich habe vor, dadurch, dass es hier bei World of Warships so endlos lange Ladezeiten sind, dass ich diese erst einmal rausschneide. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm. So. Jetzt lasse ich wieder ewig und 3 Tage warten. Selbst wenn, den könnte ich nicht unter Feuer nehmen. Ich bin der Letzte hier. Ja. Schon mal bessere gesehen. Ich habe mich schon mal besser fahren sehen. Aber man kann ja nicht immer so viel Glück haben. Mal sehen, vielleicht kann ich noch ein paar Punkte abgreifen, indem wir die Basis einnehmen. Weil da jetzt hin. Torpedos, dead ahead! Nee, euer Ernst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ruder nach Rom mit dem Arsch. South Carolina, das ist ein Schlachtschiff. Ah, ich komm nicht drüber, oder? Warte mal, stopp. Ah, okay. Gut, meine lieben Freunde, für diese Runde haben wir nicht viel. Aber ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Runde aussehen wird. Sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis. So, mit U. Na, du komm. Du hast 24 Knoten, schneller als die Eri nun. Dann zeigt es auch mal. Meine Güte. Aber dafür, dass ich nebenbei noch die aktuelle Folge von Neverwinter render, läuft es eigentlich relativ flüssig. War ja meine große Angst, dass das nicht der Fall ist, aber nö, es läuft. Okay, das ähnelt sie wirklich hier vorne. Das ist die Artillerie und das andere dürfte die Flugabwehr sein. Ziel voraus. Was ist denn das? Kreuzer. Wir machen das folgendermaßen, wir werden den erst in Brand schießen und werden dann auf Panzerbrechen wechseln. Okay, da kommt die South Carolina, ein Schlachtschiff von links, die Chester, ein Kreuzer von vorne. Knallfrosch. Das hat ja natürlich unsere Position verraten. Okay. Jetzt heißt es. Aua. Wir müssen uns mit dem Zerstörer anlegen.
Da müssen wir aber aufpassen, dass der uns nicht versenkt mit seinen dämlichen Torpedos. Nein, nur für seine Torpedos, so ist es nicht. Entschuldigt bitte, wenn ich etwas leiser bin, aber... Das war klar. Da ist sogar gleich der nächste. Lad schneller nach. Wir müssen noch dran denken, dass wir... bald den Dreckskahn versenke, wird der uns versenken. Ich hab Angst. Der Freak hat Torpedos. Der weiß auch, die einzusetzen. Gut. Enemy Cruiser sunk. Wird Motorproblem wäre behoben. Kümmern wir uns jetzt um die South Carolina, um das Schlachtschiff. Oh Mann, entschuldigt was, wenn ich mal ein bisschen leiser war. Ich wollte mich erstmal kurz konzentrieren. Ich habe tierische Panik gekriegt, dass der jetzt mit seinen Torpedos schießt. Wir konnten ja in der letzten, im letzten Gefecht die Torpedos ausweichen, aber wenn die so nah dran sind, dann glaube ich, werden wir es nicht schaffen, diese Torpedos auszuweichen. Und das kann sein, dass wir dann da tierisch einen reinbekommen. Und dann gute Nacht, Marie. So. Wo tuckerst du denn lang? Du tuckerst da lang. Das heißt, ich kann dir da den Weg abschneiden. Was wir auch tun werden. So, bei 9 Kilometern können wir sie anvisieren. Ach, jetzt dreht der blöde Kahn bei. Feuern die auch mit Panzerbrechermunition? Passen. Wir müssen tiefer wieder ziehen. Mal anhalten. Jetzt müsste sie eigentlich nah genug sein. Das war's. Meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir schauen uns einmal die Bilanz an. Wir haben 52 Treffer, 8 Ausfälle, 2 zerstört, 1 in Brand gesetzt. Das war doch eine erfolgreiche Episode. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Montag. Hab Spaß mit deiner Familie und ich würde mich freuen, wenn du mich weiterhin auf dem Weg begleiten würdest. Bis dahin sage ich jetzt nur noch eins, und zwar ciao mit V.